Anna-Karina Wojcik verkündet Nachwuchs. Ihre Fans freuen sich mit ihr. Anna-Karina Wojcik strahlt. Ihre Augen leuchten. Kein Wunder. Die 31-Jährige ist happy, denn sie verkündet zuckersüßen Nachwuchs. Allerdings können wir Entwarnung geben. Anna ist nicht schwanger. Ihr Patenpferd Anna-Karina ist trächtig. Anna-Karina Wojcik ist eine Pferdeliebhaberin. Bereits in der Vergangenheit lässt sie ihre Fans immer wieder an ihrer Tierliebe teilhaben. Und so strahlt sie in einem aktuellen Instagram-Posting. Also sie verkündet, dass ihr Patenpferd Anna-Karina ein Baby erwartet. Ende November 2023 überraschte Anna ihre Fans mit einem Besuch im bekannten Tierparadies Gut Eiderbichl und verkündete eine Pferdepatenschaft. Damit rettete sie das Tier vor dem Schlachten. Und es gab gleich doppelten Grund zur Freude, denn das Tier war damals schon trächtig. Wann der Nachwuchs auf die Welt kommt, ist noch nicht bekannt. Ihr Fans freuen sich jedenfalls mit ihr. Das ist einmal mehr der eindeutige Beweis dafür, dass du dein Herz am rechten Fleck trägst. Oder so ein süßes Bild sind nur einige der Kommentare unter dem Bild. Anna-Karina Wojcik, Baby mit ihrem Daniel? Fans von Anna-Karina Wojcik warten aber natürlich auf echte Baby-News von der Sängerin. Mit ihrem Daniel ist die Sängerin schon seit längerem zusammen. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Stefan Meross zeigen sich Anna und ihr Daniel immer wieder überglücklich in ihren sozialen Netzwerken. In einem Interview bei Brisant verriet sie dazu, wenn es soweit ist, wird die breite Masse es früher oder später mitbekommen. So lange werden wir wohl auf Baby-News bei Anna warten müssen. Denn die Sängerin freut sich jetzt erstmal auf tierischen Nachwuchs.